Tobi, im Kabinenaufgang posieren die Burghäuser Spieler in Ritterrüstungen. Heute haben wir einen heißen Fight geliefert. Sind wir die besseren Ritter? Ja, heute schon. Ich denke, es war ein harter Kampf über 90 Minuten. Die haben uns alles abverlangt. Und ja, wir haben wieder eiskalt zugeschlagen, denke ich, was in den letzten Wochen auszeichnet. Und nehmen die 3 Punkte mit. Du hast 2 Tore gemacht. Das erste abgefälscht, das zweite in die kurze Ecke. Schilder die beiden Situationen nochmal kurz. Ja, ich habe heute Morgen mit meiner Freundin und meiner Tochter telefoniert. Die haben gesagt, Papa, du musst 2 Tore machen. Und dann kann ich natürlich nicht anders als Papa. Und ja, der erste war ein bisschen glücklich, denke ich. Gerade im Schuss bis dahin, denke ich, super gemacht. Und der zweite, da bin ich einfach drauf geschissen, wie man schon sagt, und einfach abgezogen. Und bin einfach froh, dass gegen meinen Lieblingstorwart Luboué der Ball hinten reingeht. Du hast angesprochen, hier ist es immer schwer zu spielen. Jetzt der dritte Sieg im dritten Auswärtsspiel. Was macht das jetzt so schön in der Fremde? Ja, ich denke, dass wir auch ein bisschen tiefer stehen können, dass wir lauern können auf die Fehler und dass wir dann mit unseren Stärken einfach zuschlagen können. Und das hat man heute auch wieder gesehen, dass wir geduldig waren und nicht viele Chancen brauchen. Und das ist ganz wichtig gegen so eine Mannschaften, die ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen. In Unterzahl das dritte Tor gemacht, lange Zeit schwer getan. Warum lief es erste Halbzeit nicht so gut? Ja, weil ich glaube, man gemerkt hat, dass Burghausen hier wirklich wollte und den ersten Dreier auch unbedingt haben wollte und wir nicht so richtig ins Spiel gefunden haben. Und denke ich, das Tor war so ein kleiner Wachmacher. Danach wurden wir stärker und haben bis zur Pause eigentlich mehr vom Spiel gehabt. Und ich war mir eigentlich immer sicher, dass wir das Ding auch noch gewinnen können. Hast du recht gehalten. Ja, gut so. Wunderbar, danke. Ja.